Hallöchen Leute, willkommen zur 51. Episode meines Let's Cards Mario Kart 8 Online. Ich bin David und ich begrüße euch ganz herzlich zur nächsten News-Episode. Aber bevor wir mit den Hardware-Charts der 12. Kalenderwoche der Japan-Charts beginnen, werde ich natürlich erstmal eine andere kurze Info und natürlich, ich hoffe, dass ihr mir genug darauf antworten. Minecraft, die neue Episode ist draußen. Logischerweise kann ich anfangen, jetzt es aufzunehmen und natürlich euch am Montag direkt präsentieren. Nur ein Problem habe ich dabei. Dies ist es, dass die deutschen Untertitel noch nicht freigeschaltet sind bezüglich dieses Spiels und ich hoffe, ihr habt auch die Fallout-Information auch noch bekommen, dass heute vielleicht Fallout nicht kommt. Also sie wird veröffentlicht, die Episode, nur wird sie nicht in Deutschland sichtbar sein, solange sie nicht fertig bearbeitet ist von YouTube. Auf jeden Fall, diesbezüglich ist jetzt meine Frage, was Minecraft Story Mode angeht, soll ich es einfach aufnehmen, auch wenn nur englische Untertitel es gibt? Weil, dann ganz ehrlich, ich kann auch noch kurz warten, bis die deutschen Untertitel da sind, wenn ihr wollt. Ich habe kein Problem damit. Wie ihr wollt, ihr entscheidet. So, machen wir jetzt auf jeden Fall los mit den Japan-Charts. Wie ihr seht, die PlayStation 4 ist auf dem ersten Platz und ansonsten bleibt es wie gewohnt die PlayStation und, ich meine die Nintendo 3DS, die Vita, Wii U und sonst bleiben die Platzierungen so wie gehabt, nur die Xbox One ist total am Grotten schlecht, fast am Kotzen, weil sie so krankhaft schlecht ist, weil sie nur 55 Stück verkauft hat. Auf jeden Fall weiter mit den Software-Charts und wie ihr seht, hier ist eine Bombe eingeschlagen in Japan und das wortwörtlich, ihr seht 9 Stück als Neueinsteiger. Ich werde diesbezüglich nicht auf alle drei eingehen, das Einzige, was ich nur hier wirklich drauf eingehen tue, ist Dragon Quest Monsters Joker 3. Nämlich das hat sogar Dark Souls 3 vom Thron nicht dran gelassen. Und das ist schon krass. Dark Souls 3 soll ja, ist eigentlich ein Spiel, wo fast jeder schon lange drauf gewartet hat. Aber, naja. Ich meine, ich kenne mich gar nicht mit der Souls-Reihe aus. Ich weiß nur, es soll ein ultraschweres Spiel sein. Und mehr weiß ich auch nicht, was bezüglich dieses Spiel angeht. So, Leute, mit Far Harbor erwartet Spieler von Fallout 4 die erste richtige große Erweiterung. Und diese soll auch wirklich riesig werden. Zumindest wenn es nach Pete Hines von Bethesda geht. Der Vice President of Marketing hat es sich mal wieder zur Aufgabe gemacht, Fanfragen bei Twitter zu beantworten. Unter anderem äußerte er sich auch zur Größe des DLC-Pakets, das mit dem Namen lautet Far Harbor. Ja, zwar bleiben handfeste Details zur Erweiterung vorerst weiter geheim. Hinz bestätigt nach Rücksprache mit dem Entwicklerteam jedoch, dass die DLC größer ausfallen wird als Shivering Isles der riesigen Erweiterung zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, und das war schon ein riesengroßes DLC, also von vielen Freunden, wo ich gehört habe, wo ich die gesagt habe, wow, unfassbar. Auf jeden Fall soll dieses DLC von Fallout 4 im Mai angedacht sein, dass es erscheint, wird ca. 25 US-Dollar kosten und wenn ihr ein kleines DLC haben wollt von Fallout 4, natürlich könnt ihr Automatron euch, das diese Woche erscheinen ist, kaufen. Für 10 Euro. So, Capcom hatte wie erwartet die alberne Brustphysik von Chun-Li aus Street Fighter 5 gepatcht. Habt ihr das nicht mitbekommen? Ich tue euch unten drunter ein Video verlinken, das ziemlich witzig ist. Und ich gehe auch jetzt darauf ein, da, nämlich weil die Brüste der Kämpferin sind in der Charakterauswahl bei jeder noch so kleinen Bewegung in alle Richtungen geschossen. Ob es nach links ist, rechts ist, hoch, runter. Ja, sie haben gemacht, was sie wollten in dem Moment. In der Charakterauswahl von Street Fighter 5 wappelten bisher alles, was nicht nied- und nagelfest war, wenn Chun-Li von Spieler 2 ausgewählt wurde. Und das war jetzt nur bei Spieler 2 in dem Moment. Wenn jemand Spieler 1 Chun-Li genommen hat, war kein Problem mit der Physik. Sobald man der zweite Spieler dann auch Chun-Li genommen hat, dann ist das Chaos losgegangen und das ist schon witzig gewesen, dass so ein dummer Glitch passieren konnte im Spiel. Aber diesbezüglich auf jeden Fall seit dieser Woche oder eher gesagt seit vorgestern ist ein Patch draußen, wo diese Physik natürlich verbessert hat und in dem Moment von dem Spiel entfernt hat.
Auf jeden Fall, es wurde, John Lee wurde dadurch durch ein festeres Modell ersetzt. Eigentlich, wenn man sich trotzdem überlegt, ist es schon was ganz, ganz Witziges diesbezüglich, aber trotzdem. So, Squaresoft, oh, was sage ich immer Squaresoft? Square Enix bestätigte, dass Final Fantasy XV am 30. September 2016 auf den Markt kommen wird. Und jetzt wird jeder Final Fantasy Fan Halleluja rufen. Damit stellte sich auch der Leak im Vorfeld, den ich euch schon berichtet hatte, als wahr heraus. Denn das Datum geisterte schon sogar jetzt aufgepasst, dass das Datum vor einige Stunden vorher sogar durchgesichert ist, das genaue Datum. Aber ich habe ja auch gesagt, also wenn dann wird es eher September sein, dass dieses Spiel erscheint und ich habe sogar recht gehabt in dem Moment. Naja, auf jeden Fall ist der Termin bestätigt, plus noch was Feineres dazu, nämlich die Event-Gastgeber Craig Miller und Tim Caddies haben diesbezüglich auch noch eine Bekanntmachung gemacht, dass in eine neue Demo erscheinen wird, die mit dem Namen Platinum Demo für Final Fantasy 15 rauskam. Offiziell. Ihr könnt es jetzt sogar kaufen. Was heißt kaufen? Ihr downloaden. Diese Demo beträgt ca. 4,5 GB. Und wenn man sich überlegt, für eine Demo ist das schon riesig. Also ich denke mal, seinen Spaß wird man auf jeden Fall diesbezüglich auch haben. Wer natürlich auch diese Demo zockt, die sich übrigens nicht nur an Fans, sondern an alle Spieler richten soll, der kann auch kostenfreie Inhalte für das Hauptspiel freischalten. Noch dazu. Also wer auf jeden Fall Final Fantasy 15 sich holen wird, der soll auf jeden Fall Leute zugreifen. Diesbezüglich gab es ja nicht nur diese Ankündigung, was dieses Spiel angeht. Nein, mit Square Enix hat natürlich für Final Fantasy 15 richtig tief in die Tasche gegriffen und versuchen auch, also sie sind geplant, dass dieses Spiel 10 Millionen Mal über die Ladentheke geht und damit wäre es ein neuer Rekord, was die Final Fantasy Reihe angeht oder ein Spiel davon, weil für Final Fantasy 15 hat man nicht nur Comics bringt man raus, aber man bringt sogar einen Anime-Film dafür raus und da hat Square Enix richtig Geld in die Tasche genommen, dass natürlich Final Fantasy 15 wie eine Bombe einschlagen soll. Ich bin mal gespannt, ob sie die 10 Millionen wirklich verkaufen tun. Ich meine, ich werde mir eventuell Final Fantasy schon holen, auch wenn ich vom 13er nicht mehr so begeistert war, weil es ja auch jetzt wirklich nicht das Bombe-Game war. Aber trotzdem würde ich mal sagen, ich gebe Final Fantasy 15 auf jeden Fall eine Chance. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und für mich, yo, danke für den scheiß Schachli und... Ach, egal, Dritter ist auch kein schlechter Platz. Nee, also wie gesagt, wir können gespannt sein. Es ist nicht mehr lang bis dorthin, wenn man sich so überlegt. 5 Monate, knappe 6 Monate halt, wenn man es so nimmt, zu Final Fantasy 15. So Leute, wieder ist es einmal passiert. Ja, ein neues Kostüm. Und für was wohl? Ja, natürlich für Super Mario Maker. Ein neuer Event-Level ist draußen. Und es tut nämlich dieses kleine Event-Level tut ein Erscheinungsbild freischalten, wo eigentlich den Fragezeichen Pilz erweitern soll diesbezüglich. Und das heißt, Stuffy aus der gleichnamigen Serie The Legendary Stuffy steht nun bereit, von euch in eure Kreation verwendet zu werden natürlich. Ich meine, viele Leute von euch spielen natürlich Super Mario Maker. Es ist auch ein schönes Community-Game. Also ich kann nichts sagen, es ist cool, es macht mir auch selber Spaß, aber ich denke mal langsam wird auch die Luft draußen generell, weil es mich angepisst hat, als ich letztens Super Mario Maker gespielt habe und 4 Levels von mir gelöscht worden sind. Aber es ist ja auch klar, Nintendo hat es ja auch angekündigt, nicht weil die Levels zu langweilig sind, sondern weil sie zu alt sind und irgendwann nicht mehr gespielt werden. Wenn sie zu alt sind und dann nicht gespielt werden, fliegen sie halt von diesem Ding raus. Und wenn man sich überlegt, es gibt schon einen Haufen Levels, was für Super Mario Maker erschaffen worden sind. Genialer grüner Panzer. Vielen lieben Dank für diese grandiosen Blumen. Natürlich ist auch Miitomo, die App von Nintendo, draußen. In Japan ist sie ja schon eigentlich seit 2 Wochen erhältlich. Auf dem europäischen Markt ist die witzige Kommunikations-App im Stil von Tomodachi Life seit gestern oder eher gesagt vorgestern zu erhalten, kostenlos das sogar noch auf Google Play und im App Store. Und inzwischen landete die App bereits auf 3 Millionen Smart Devices und beschreibt damit einen recht erfolgreichen Start. Habt ihr Miitomo bereits auch selber ausprobiert? Ich finde es eine lustige App.
Ich muss mich noch ein bisschen damit anfreunden, aber es ist eigentlich cool gemacht. Leute, eine kleine News. Ich hoffe, vielleicht kann ich jemanden das ein bisschen näher bringen. Nämlich auch in diesem Jahr wird wieder der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Interessente können die Gala sogar live im Netz verfolgen. Ja, im Netz. Natürlich über einen Livestream. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, darin werden auch die besten Spiele aus Deutschland ausgezeichnet. Das ist auch eigentlich, weil man sich überlegt, nicht schlecht. Wer dabei sein möchte, kann das Event am 7. April 2016 auf, ich schreibe es euch hier rein, auf www.deutschercomputerspielpreis.de/live verfolgen. Ab 19 Uhr berichtet YouTube Sarasa vom roten Teppich aus der BMW-Welt. Ab 20 Uhr beginnt dann die eigentliche Preisverleihung. Bis zum 3. April kann noch auf der offiziellen Webseite über den Publikumspreis abgestimmt werden diesbezüglich. Ansonsten, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.